Hallo zusammen, hier ist wieder der Tracker und wir spielen heute eine Runde DCS oder den Digital Combat Simulator und beantworten dabei die Frage, wie geht das? Ja, wir sind mal wieder bei einer neuen Tutorial-Serie angekommen und ich weiß, dass ich mit DCS ein Fass ohne Boden aufmache. Also rechne nicht damit, dass ich jedes Flugzeug in der Geschichte von ever abkasper, aber ein paar. Und vor allen Dingen fangen wir wie üblich an mit den Grundlagen. Und zwar, was ist es, was tut es, was kann es, was kostet es und wie funktioniert das überhaupt? Also, DCS World oder Digital Combat Simulator ist eine Flugsimulation. Und zwar eine militärische Flugsimulation mit dem Hauptaugenmerk auf Kampfjets des der Moderne. Also nicht F-22 moderne, sondern so F-18, F-14, SU-33 etc. pp. So die Epoche, so 90er Jahre im weitesten Sinne plus minus 2030. Das ist so das Hauptaugenmerk von DCS. Und darum bewegen sich auch die meisten Flugzeuge und Hubschrauber. Es gibt auch Zweite Weltkriegsflugzeuge, aber dazu später mehr. Ja, wie gesagt, zuerst fangen wir mit dem Namen an. Und zwar, DCS steht eben für Digital Combat Simulator. Hier oben links steht Digital Combat Series, aber es heißt tatsächlich Digital Combat Simulator, weil die Haupt-Homepage ist digitalcombatsimulator.com. Ihr könnt es auch bei Steam finden, da müsst ihr einfach nur nach DCS World suchen auf Steam und dann werdet ihr es auch finden. Und warum es DCS World heißt, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht recherchiert, ist mir auch relativ wumpe, weil ein Spiel nun mal so heißt, wie es heißt. Gut, aber kommen wir zum nächsten Punkt, was kostet es? DCS World ist kostenlos. Das Grundspiel ist free to play, ihr ladet das Basispaket herunter, das ist wirklich nur der Client, das ist DCS World oder auf Steam oder auf der Homepage. Ich persönlich würde die Homepage empfehlen, aber ihr könnt auch fast alles über Steam machen. Nur ihr bekommt halt Probleme, wenn ihr Beta-Patches und sonstiges benutzen wollt. Dann wird es ein bisschen schwieriger über Steam als über den Hauptclient. Von daher würde ich mir das gründlich überlegen, wo ich anfange. Aber zum Reinschnuppern kann man es bequem einfach über Steam runterladen, mal antesten und gucken, ob man davon angefixt wird oder eben nicht. Das Spiel wird euch ungefähr so begrüßen, wie ihr es jetzt gerade seht, also mit der SU-25T Frogfoot. Das ist auch eins der beiden Flugzeuge, die gratis im Spiel dabei sind. Und ihr merkt schon, dass ich häufig gratis erwähne. Das liegt daran, dass das Spiel sich überwiegend dadurch finanziert, dass es Module zu kaufen gibt. Und das seht ihr hier unten auch schon. Und das ist noch nicht mal alles, sondern man kann hier auch noch scrollen. Und ihr seht, da füllt sich die Liste ganz gut. Und da gibt es halt eben mehr als genug zur Auswahl. Aber wenn man einfach mal reinschnuppern will, ob eine richtige Flugsimulation etwas für einen ist, könnt ihr das komplett kostenlos machen, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Komma aber. Das Problem fängt dann an, wenn es um die Eingabegeräte geht. Weil ich persönlich würde tatsächlich einen Joystick empfehlen, und zwar einen HOTAS Joystick, also Hands on Throttle and Stick. Da habt ihr dann einfach alles, was ihr für die Flugkontrolle braucht, habt ihr in euren Händen, und für alles, was separat ist, was ihr nicht so oft braucht wie Fahrgestell, Klappen etc., könnt ihr dann über die Tastatur steuern. Ist nur ein Tipp. Ihr könnt es auch komplett mit Tastatur spielen, aber es fliegt sich halt dementsprechend beschissen. Es geht wohl auch mit Gamepad. Also wenn wir hier unter Steuerung einfach mal gucken. Maus, T-Flight, HOTAS X, das ist der Joystick, den ich habe. Keyboard, und ich habe, glaube ich, gerade kein Pad angeschlossen. Aber theoretisch könnte es auch sein, dass ihr mit Pad fliegen könnt. Ich habe davon gehört. Aber warum ist es wichtig, mit einem Joystick zu fliegen? Ganz einfach, weil die Tastenbelegung sehr, sehr umfangreich ist. Ich scroll hier nur mal durch. Da seht ihr, dass hier einiges an Buttons belegt ist, und das solltet ihr auch können. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar, wie gesagt, DCS World ist eine Flugsimulation. Das heißt eben, dass ihr
nicht einfach nur in ein Cockpit steigen könnt, sofort losfliegen könnt und erwarten könnt, dass ihr 200 Flugzeuge vom Himmel holt, 300 Panzer sprengt und dann heile nach Hause kommt, ohne einen Kratzer zu bekommen. Sondern es geht darum, eine Maschine vernünftig zu fliegen, die auch zu beherrschen und an dem, was die Maschine möglich, was für Möglichkeiten diese Maschine euch bietet, diese dann auch umzusetzen. Ihr habt eine begrenzte Bewaffnung, ihr habt begrenzt Treibstoff, ihr habt ein Schadensmodell, das halbwegs realistisch ist und von daher, damit müsst ihr eben klarkommen. Es ist eben kein Spiel, sich dran setzen, learning by doing und sofort husch, husch, peng, peng und hast du nicht gesehen, das funktioniert einfach nicht, sondern ihr werdet euch hinsetzen müssen und die Flugzeuge lernen und üben müssen. Wie ich schon eingangs gezeigt habe, oder nicht eingangs, sondern gerade eben gezeigt habe, das hier ist so die Tastenbelegung und das ist nur die SU-25T. Und die SU-25T ist ein leichtes Flugzeug, also leicht zu lernendes Flugzeug, weil es wenig Tasten hat. Ich zeige euch jetzt mal eins von, oder einfach nur die Tastenbelegung von der F-14. Da merkt ihr schon, dass der Balken hier deutlich kleiner wird und ich deutlich länger scrollen muss, bis ich unten angekommen bin. Und das ist nur der Pilot. Es gibt nämlich noch den Rio dann bei der F-14, aber wie gesagt, da kommen wir dann hin, wenn wir bei der F-14 sind. Und jetzt scrolle ich auch nochmal einmal den Rio durch, nur damit ihr seht, was hier alles an Tastenbelegungen drin ist, gerade bei den komplexeren Flugzeugen. Ich sage das bewusst, um euch so ein bisschen zu erschrecken, weil ich viele Leute schon erlebt habe und gehört habe, ach komm, ich mache das Learning by Doing, ich setze mich einfach ins Cockpit, das wird schon schief gehen. Ja, das mit dem Schiefgehen stimmt, aber ihr werdet nicht allzu viel lernen. Wie kann man denn lernen? Das geht relativ einfach, weil DCS bietet einem nämlich auch Folgendes. Ein umfangreiches Tutorial-Paket. Hier habt ihr Flugzeug hochfahren, rollen und abheben, Fluggrundlagen und Navigation, Landung leicht, Landung schwierig, CCIP, CCRP, das sind für Bomben dran, KMGU, Submunitionsbehälter und so weiter und so fort. Da lernt ihr dann euer Flugzeug zu fliegen und wie es funktioniert. Ihr solltet im Idealfall alle diese Tutorials auch machen oder aber ihr findet jemanden, der das Spiel schon hat und kennt und euch dann an das entsprechende Flugzeug heranführen kann oder ihr guckt halt eine YouTube-Serie oder sonstiges. Aber wie gesagt, das ist so ein komplexer Baukasten, mit dem ihr dann unterwegs sein werdet. Was bekommt ihr denn noch, wenn ihr euch DCS World runterladet? Ihr bekommt zwei Flugzeuge, nämlich die SU-25T, die TF-51D. Das ist die Zivilvariante der P-51D Mustang. Und ihr bekommt die Karte Kaukasus. Das sind so die drei Sachen, die ihr bekommt, wenn ihr es runterladet. So, damit haben wir also nicht alle Grundlagen abgekaspert, aber so im Großen und Ganzen schon mal einen Umriss geschaffen. Dann gibt es noch etwas zu beachten. Es gibt bei DCS World sogenannte Low-Fidelity-Planes und High-Fidelity-Planes, also Low-Fidelity-Flugzeuge und High-Fidelity-Flugzeuge. Was versteckt sich dahinter? Ein Low-Fidelity-Plane sieht nicht scheiße aus oder sowas und die Devs sind hier auf die Idee gekommen, HD-Texturen drauf zu klatschen. Nein, falsch. Sondern das bedeutet, dass wenn ihr im Cockpit sitzt, nicht jeder Schalter anklickbar ist und umlegbar ist. Das ist der Unterschied zwischen einem High-Fidelity- und einem Low-Fidelity-Flugzeug. Ein Low-Fidelity-Flugzeug, da kann man eben nicht im Cockpit rumklicken. Ein High-Fidelity-Flugzeug ist ein Cockpit, in dem man rumklicken kann. Und das zeige ich euch jetzt, wie der Unterschied eben visuell dargestellt wird. So. Wir sitzen jetzt in der SU-25T. Ich kann die euch auch einmal von außen zeigen. So sieht das Schätzchen aus. Und ihr seht, das ist nicht wirklich Low Fidelity oder keine HD-Texturen oder sonstiges. Aber wenn wir jetzt im Cockpit sitzen, wenn wir die Maus bewegen, dann schauen wir uns um und können hier halt an die Kontrollen ranzoomen. Aber wir können hier nichts klicken. Wir haben keinen Mauszeiger. Sondern wenn ihr ein Low-Fidelity-Flugzeug habt, müsst ihr alles über die Tastatur steuern. Das wäre dann bei der SU-25T tatsächlich, dass ihr eben alles über die Tastatur ansprechen müsst, wie die Elektronik oder die Triebwerke oder sonstiges.
Das sind ein paar Tastenkombinationen. Wie gesagt, wenn wir dann zur SU-25T als solches kommen mit den Grundlagen, dann kaspern wir da auch die Grundlagen durch, beziehungsweise wie es halt geht. Aber was ich euch ganz stark empfehlen würde, ist eben ein Joystick, damit ihr eben vernünftig die Flugkontrollen machen könnt, wie ihr hier jetzt seht. Die fette Ente wackelt. Aber ihr könnt es auch mit Tastatur machen. Ich mache es jetzt mit Pfeiltasten. Da seht ihr aber schon, dass das Ganze etwas langsamer reagiert, wenn ihr jetzt auf die Heckflossen achtet. Ja, es tut sich was, aber es braucht halt, bis es reagiert. Und das merkt ihr dann halt auch, während ihr im Flugzeug sitzt, dass ihr halt euer Flugzeug etwas langsamer und schwerfälliger kontrollieren könnt. Also schnelle Kurven und auch so Feintunen ist halt ein bisschen schwierig. Das Schöne ist an der Tastaturbelegung, dadurch, dass sie eben nicht immer sofort an den Anschlag gehen, sondern eher so, ich sag mal, sich langsam steigen, was die Bewegung geht, könnt ihr überhaupt mit Tastatur fliegen. Also wer jetzt tatsächlich einfach nur mal ein bisschen in der Maschine sitzen will und ein bisschen, ich sag mal, gucken will, ob er die Maschine vom Boden kriegt oder nicht, das geht auch mit Tastatur. Ich würde aber tatsächlich auf längere Sicht würde ich immer einen Joystick empfehlen, weil es einfach angenehmer ist zu fliegen und auch besser zu fliegen ist. Und gerade wenn ihr komplexere Maschinen habt, dann ist es wirklich so, dass ihr ohne Joystick nicht wirklich glücklich werdet. Aber ich mache es jetzt komplett mit Tastatur. Ich habe ich habe einen Joystick angeschlossen, aber ich benutze ihn gerade nicht. Und ihr seht, es geht. Ich komme hier den Taxiway halt runter. Und das funktioniert also schon. Ich würde aber, wie gesagt, nicht dazu raten. So, jetzt wechseln wir einmal zu einem High-Fidelity-Plane, dass ihr einfach mal seht, wie da der Unterschied ist. Ich gehe jetzt zur A-10C rüber. Das ist halt auch ein Bodenkampfflugzeug. Es gibt auch noch die A-10A, das ist auch noch das wäre ein besserer direkter Vergleich, fällt mir gerade ein. Deswegen machen wir den gleich auch nochmal. Aber das hier ist jetzt die A-10C und ihr seht schon, hier habe ich einen Mauscursor, wenn ich die Maus bewege und gucke mich nicht um, sondern da muss ich mich tatsächlich mit Pfeiltasten, nicht mit den Pfeiltasten, sondern mit dem Nummernblock umgucken, damit ich überhaupt was sehe. Und wenn ich jetzt hier anfange, Schalter umzulegen, dann seht ihr, dass hier auch irgendwas passiert. Ich muss jetzt nicht erklären, was passiert, aber ihr seht, dass etwas passiert und ihr hört dann auch schon die Maschinen summen und da passiert halt auch was und wenn ich was falsch mache, dann hört ihr es auch piepen. Na, und das sind halt so die Unterschiede zwischen einem High-Fidelity und einem Low-Fidelity-Plane. Hier kann ich halt Schalter drücken und Sachen machen und dann passiert hier auch was. Und, hoppala, das war zu früh. Und da sind dann halt schon so wieder die Sachen, auf die ihr dann eben achten müsst, dass ihr eben die Schalter in der richtigen Reihenfolge und zur richtigen Zeit drückt und nicht einfach nur dann, wenn ihr lustig seid. Bei den Low-Fidelity-Planes sind sehr nachsichtig mit, ich sag mal, Pilotenfehlern und ähnlichen Geschichten. Aber hier seht ihr jetzt, dass hier Sachen aufleuchten, wenn ich hier so ein bisschen rumklicke und dann passiert halt auch was. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem High-Fidelity und einem Low-Fidelity-Plane. Ich zeige jetzt nochmal die A10A, die ein Low-Fidelity-Plane ist, damit ihr einfach einen direkten Vergleich habt zwischen zwei Flugzeugen, die, ich sag mal, dieselbe Baureihe sind. Na, hier seht ihr, wenn ich wieder mit der Maus bewege, dann passiert nichts. Nur damit ihr halt versteht, was da der Unterschied ist. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel was machen will, muss ich hier halt Tastenkombinationen machen und dann springen halt alle Sachen nach und nach mehr oder weniger von selber an, ohne dass ich großartig irgendwas machen muss. Und darum kümmert sich dann das Spiel selbst. Also für Einsteiger sind so Low-Fidelity-Planes besser als eben High-Fidelity-Planes. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das ist so der große Unterschied zwischen den beiden. Und was kann man noch großartiges sagen, wo wir bei den Grundlagen sind? Es gibt zu jedem Flugzeug ein Training oder mehrere Trainings. Jetzt habe ich mich natürlich verklickt und bin auf Enzyklopädie gelandet, aber die gibt es auch. Da habt ihr auch kompletten Zugang drauf. Bei der Enzyklopädie ist es so, dass ihr euch die Informationen zu jedem Flugzeug eben gucken könnt und sehen könnt, was ist es. Zum Beispiel die A10A ist ein Bodenkampfflugzeug, sie ist 16,26 Meter lang, 4,47 Meter hoch, Flügelspannweite, Gewicht und so weiter und so fort.
Und da könntet ihr dann jetzt halt euch das Flugzeug auch von allen möglichen Seiten angucken. Ja, und das ist die A, das ist die C. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr Informationen. Und da gibt es dann halt die unterschiedlichsten Flugzeuge. Die meisten könnt ihr auch selber fliegen. Und dadurch, dass die halt sehr texturiert sind und gemodelt sind, dauert es halt auch immer ein bisschen. Und weil ich keine SSD habe, bis halt alles so ein bisschen geladen ist. Aber das sind sehr schöne Flugzeuge, die auch sehr gut modelliert sind und auch ihr Flugverhalten sehr gut dargestellt wird und halt auch funktioniert. Also realistischer geht's meiner Meinung nach nicht mehr. Und das sind eben so die Besonderheiten von DC. Es ist ein sehr realitätsnaher Zweiter Weltkriegs... Ein sehr realitätsnaher Flugsimulator für Jets und auch Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Nur für Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Auswahl halt relativ begrenzt. Es gibt eine BF-109, es gibt eine Fokker Wulf, es gibt eine Spitfire, es gibt eine P-51 und ich glaube im Großen und Ganzen war es das. Das sind so die Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, die halt da sind. So, was gibt es noch zu beachten? Und zwar das Bezahlmodell oder beziehungsweise das, was auf euch mehr oder weniger in Zukunft kommt, wenn ihr DCS längerfristiger spielen wollt. Wobei das auch falsch klingt, aber lasst mich erklären. Das Spiel bietet euch eben die SO-25T gratis zu fliegen und auch die TF-51D. Nur die TF-51D ist halt nur eine Zivilvariante, da passen keine Waffen dran. Wenn ihr also richtig spielen wollt, müsst ihr die SO-25T fliegen. Die ist ein Low-Fidelity-Plane und bietet alles, was man braucht, um Bodenziele zu bekämpfen. Aber wenn man jetzt ein bisschen umfangreicher spielen möchte, also auch Abfangjäger oder auf anderen Gebieten, weil einem der Kaukasus nicht gefällt oder ähnliches, dann kommt man zu den Modulen, die ihr hier unten seht. Diese Module kosten Geld und sie sind unterschiedlich in der Preiskategorie. Das fängt, glaube ich, bei 20 bis 25 Dollar an und geht rauf bis 80 Dollar. Pro Modul. Allerdings hat DCS auch häufig Sales, genauso wie Steam auch, so Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, das sind so die vier großen Sales, die sie oft haben und da kann man sich dann Flugzeuge mehr oder weniger für ein Apfel und ein Ei schießen. Also nicht abschießen, sondern halt günstig kaufen. Und was ich Anfängern immer empfehle, ist tatsächlich das Paket Flaming Cliffs 3. Das heißt, Lock-on Flaming Cliffs 3 oder kurz FC3. Das ist einfach, weil hier mehrere Flugzeuge drin sind für Anfänger. Da ist die F-15C, die A-10A, die SO-27, die SO-33, die MiG-29A, die MiG-29S, die SO-25T und die SO-25 drin. Ja, ihr habt dann theoretisch die SO-25T zweimal. Einmal, weil sie gratis ist und einmal, weil sie im Flaming Cliffs Paket drin ist. Aber das macht nichts. Die Cockpits sind komplett 3D modelliert, ihr könnt euch umgucken und alles, was dazugehört. Aber ihr habt hier, meiner persönlichen Meinung nach, eine großartige Auswahl an unterschiedlichen Flugzeugen, sowohl von der amerikanischen Seite als auch von der russischen Seite und könnt euch da dann eben austoben und sowohl Abfangjäger-Dasein fliegen als auch Bodenkampfmissionen und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das wäre so meine persönliche Empfehlung, weil einfach so viele Flugzeuge drin sind und in einem Sale kostet das irgendwie 25 Dollar, Pi mal Daumen mit Seitenwind. Aber das müsst ihr euch nicht sofort kaufen, nicht falsch verstehen, das ist nur eine Empfehlung. Das sind aber alles auch Low-Fidelity-Planes, also die funktionieren genauso wie die SO-25T. Ich weiß, es ist sehr viel Input und alles sehr viel auf einmal. Ah, genau. Wir haben ja auch den Modulmanager, dass ich nicht nur erzähle, sondern euch auch zeigen kann. Und hier die Module. Jedes Flugzeug heißt halt Modul. Und hier habt ihr zum Beispiel die Fokker Wulf 190 A8, die kostet 50 Dollar. Eine I-16 kostet 40 Dollar. Eine MiG-19 kostet 50. Eine MiG-29 kostet 14 Dollar.
Eine F-18 Hornet kostet $80, eine Harrier kostet 70. Also ihr seht, die Preise werden ganz schön happig. Aber die Flugzeuge sind sehr, sehr realitätsnah modelliert. Und je teurer der Preis, umso höher der Detail im weitesten Sinne. Also je länger gibt es das Flugzeug, als auch der Detailgrad ist relativ hoch. Also hier zum Beispiel eine AV-8B, also eine Harrier, die ist komplett modelliert mit senkrecht starten und landen Möglichkeiten, dass ihr da auch jeden Schalter drücken könnt, dass ihr im Cockpit euch umgucken könnt und so weiter und so fort. Also das hier sind alles High-Fidelity-Planes, genauso die F-18, das ist auch ein High-Fidelity-Plane und auch die Fokker Wulf und die I-16 sind halt zum Beispiel High-Fidelity-Planes. Was zum Beispiel kein High-Fidelity-Plane ist, ist eine... Wo hatten wir sie denn gerade? Jetzt scrolle ich wahrscheinlich fünfmal drüber hinweg. Gerade eben war hier doch noch eine MiG-29. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, aber ich scrolle einfach mal so ein bisschen durch, damit ihr noch so ein paar mehr Sachen seht. Hier die SU-33 kostet $14. Das ist halt ein... Low-Fidelity-Plane und hier steht auch, Achtung, diese Simulation entspricht dem in Flaming Cliffs 3 enthaltenen Modul. Und wir können mal gucken, ob wir hier Flaming Cliffs 3 auch finden, ob das hier drin ist. Bei meinem Glück natürlich nicht. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will. Also ihr könnt hier halt, wenn ihr euch ein bisschen reinlest und aufpasst, könnt ihr hier halt gute Angebote machen und zahlt halt nicht allzu viel. Jetzt finde ich es gerade nicht. Aber hier irgendwo wird auch Flaming Cliffs wahrscheinlich drinstehen. Oder es wird nicht drinstehen, weil ich es schon habe. Deswegen kann das halt nicht nochmal anzeigen. Ja, dann gibt es hier noch Kampagnen, also Missionspakete. Die kosten halt auch nicht allzu viel. Und da sind dann halt 20, 30, 40 Missionen drin oder sowas in dem Dreh. Es steht auch immer dran. Also ein bisschen lesen müsst ihr hier halt schon. Hier gibt es zum Beispiel eine Kampagne für die A10C. Was haben wir hier denn noch gerade gehabt? Eine Spitfire hier mit 12 Missionen. Da zahlt ihr $9. Und es steht halt auch immer dran hier, du brauchst halt diese Flugzeugpakete, damit es überhaupt funktioniert. Und da könnt ihr nicht aus Versehen was Falsches kaufen, weil euch überall rote Nachrichten sagen, was halt Sache ist. Und dann könnt ihr halt auch andere Landstriche kaufen, wie zum Beispiel der Persische Golf, die Normandie, eine Nevada Testmap. Und die sind halt auch sehr, sehr umfangreich und detailgetreu modelliert. Aber kosten halt auch dementsprechend ihren, ich sag mal, gewaltigen Obolus. Die Sales sind oft bis 50% Rabatt. Wenn nicht sogar mehr. Also von daher, wenn ihr hier jetzt halt guckt, was weiß ich, eine MiG-29 kriegt ihr dann für $7.50. Das ist dann halt nicht mehr so die Welt, aber zuerst erschreckt man sich. Aber ihr habt ja halt einen riesengroßen Auswahl und ihr seht jetzt halt auch mal so ein bisschen die Preise. Und da könnt ihr euch dann eben austoben, falls DCS etwas für euch ist. So würdet ihr dann quasi nachrüsten und Flugzeuge holen und das dann rauspicken, was euch gefällt. Ich persönlich sage halt immer nur, holt euch erst Flaming Cliffs, damit ihr halt wisst, in welche Sparte ihr dann halt gehen wollt. Weil nichts ist ärgerlicher, als ich sag jetzt mal 80 Euro für eine Hornet auszugeben und dann stellt ihr halt fest, das ist nicht das, was ich machen will. Hätte ich mir mal bloß die A10 geholt oder die Harrier oder die Tomcat oder weiß der Geier was, ne? Also da solltet ihr euch dann halt vorher schlau machen, was ihr euch halt eben holt. Gut, jetzt wo wir über die Preispolitik gesprochen haben, darüber kann man, das kann man sehen, wie man will, aber DCS als solches wird halt immer weiterentwickelt. Gut, was habt ihr denn sonst noch für Möglichkeiten, die euch DCS, wenn ihr es runterladet, ohne dass ihr etwas dazu kauft, also am besten Flaming Cliffs jetzt erstmal vergessen, was bietet es euch sonst noch? Ihr habt einmal ein Logbuch, wo ihr eure persönlichen Daten speichern könnt, wo ihr auch euren Charakter quasi benennen könnt, damit ihr halt wisst, wie gut ihr seid. Ihr könnt eine Nation festlegen, ihr könnt ein Geschwader festlegen. Das hat absolut keine Bewandtnis, einfach nur für euch persönlich, damit ihr wisst, ah, guck mal, ich bin Deutscher und fliege in Flugzeuge. Ihr könnt trotzdem jedes Flugzeug fliegen, egal welcher Nation es angehört. Aber hier habt ihr dann halt... Die Nation bestimmt nur, welche Orden und welche Ränge ihr halt bekommt, damit ihr halt seht,
ah, okay, ich bin jetzt Oberleutnant und ich habe hier einige Medaillen schon abkassiert. Das sind meine Bodenziele, die ich zerstört habe, meine Luftabschüsse. So oft bin ich gestorben, etc. pp. Also da könnt ihr halt eben einstellen, was ihr wollt. Und was ich euch raten würde, ist hier Unverwundbarkeit, dass ihr das auf Ja setzt. Weil wenn ihr das auf Nein setzt, sobald ihr einmal gestorben seid, ist das Profil quasi weg und ihr müsst es neu anlegen. Das habe ich schmerzhaft erfahren müssen. Aber falls ihr darauf steht, könnt ihr es halt einstellen. Dann, was auch super wichtig ist, das ist hier halt Training. Das habe ich schon erwähnt. Da sind halt die ganzen Tutorials drin, damit ihr euer Flugzeug lernen könnt. Dann, sorry, ich spring gerade ein bisschen schnell. Dann könnt ihr euch Wiederholungen angucken und eben hier die Enzyklopädie. Aber fangen wir mal von oben nach unten. Ihr könnt hier auf Sofortstart klicken. Da wählt ihr dann quasi aus, welches Flugzeug ihr haben wollt und was ihr sofort machen wollt. Das ist so eine kleine Sofortmission, wie zum Beispiel Zielübungen. Und schon lädt er und wir sind dann direkt in der Mission und können dann direkt loslegen und können dann hier jetzt Bodenziele bekämpfen, wenn wir das wollen. Das geht halt relativ zügig. Gut, Ladezeiten sind halt immer so eine Sache. Aber im Großen und Ganzen ist das noch vertretbar. Dann, was ihr auch mitbringen solltet, wenn ihr DCS World spielen wollt, Zeit. Weil es halt sehr zeitintensiv ist. Es ist gerade, wenn ihr richtige Missionen macht, die oder auch die gekauften Kampagnen, da sind dann durchaus so Missionen, fliegt mal eine Stunde Patrouille und da passiert dann halt nichts, sondern ihr lernt dann halt im Großen und Ganzen nur euer Flugzeug zu beherrschen und da fliegt ihr dann halt 5-6 Wegpunkte ab, habt ein bisschen Story im Hintergrund und landet dann halt wieder. Einfach, dass ihr dann halt so langsam rangeführt werdet. Aber hier seht ihr jetzt, jetzt haben wir hier halt eine Mission und haben hier halt auch so ein bisschen Tutorial. Wie ihr hören könnt, geht das auch auf Deutsch. So viele Ziele wie möglich zu zerstören. Drücken Sie Escape und wählen Sie Briefing, um eine Liste mit nützlichen Tastaturkommandos anzuzeigen. Und da ist dann halt auch noch so ein bisschen Tutorial mit bei, das euch dann eben hilft. Ah, so und so sieht's aus. Und da könnt ihr euch dann eben ein wenig austoben. Und wenn ihr da dann ein bisschen fitter seid, dann könnt ihr hier dann halt auch, ich sag mal, relativ einfach Bodenziele bekämpfen. Na? Das war die falsche Taste. Ich fliege die SU-25 nicht so oft. Aber ist sie jetzt kaputt? Achso, okay, war einfach nur Lag. Na, aber da könnt ihr dann halt eure Anflüge machen, könnt da dann halt ein bisschen üben, könnt da dann ein paar Ziele bekämpfen, könnt da dann euren Spaß haben. Und so lernt ihr dann halt auch noch so ein bisschen die Details eurer Maschine kennen. Aber ihr könnt halt sofort Missionen machen und euch da dann so ein bisschen austoben und ein bisschen üben. So, dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, eine schnelle Mission erstellen. Da sucht ihr euch dann ein Flugzeug aus. Sucht euch eine Nation aus, für die ihr fliegen sollt. Sucht euch aus, wo ihr starten wollt. Die Schwierigkeitsgrad. Einsatzgebiet, falls ihr mehrere Karten habt. Welche Jahreszeit ihr wollt, wie das Wetter sein soll. Und um wie viel Uhr das Ganze passieren soll. Ihr könnt das Ganze dann auch fortgeschritten editieren, wenn ihr halt wisst, was ihr tut. Dann könnt ihr hier halt noch ein bisschen mehr machen, dass ihr dann halt, keine Ahnung, keine Kampfflugzeuge habt, ganz viele Bodenfahrzeuge, keine Luftabwehr, dass ihr dann halt eben euch so ein bisschen austoben könnt und da dann halt noch so ein bisschen üben könnt und dann könnt ihr hier auf Mission generieren klicken und dann spuckt ihr euch eine Mission aus, die ihr halt fliegen könnt. Und das finde ich, ist schon großartig, weil ihr dann keine wirklich großartigen Schwierigkeiten habt, etwas zu tun, sondern ihr habt endlos Spaß, weil ihr euch jederzeit eine Mission generieren lassen könnt. Und die könnt ihr dann auch noch im Detail editieren, wenn ihr das wollt, oder ihr klickt einfach auf Fliegen. Aber das bietet euch das Spiel standardmäßig mit. Dann gibt es halt vordefinierte Missionen, die ihr fliegen könnt. Zum Beispiel hier, Start, zerstören Sie die Sam-Stellung bei Wegpunkt 2, landen Sie, fertig. Ne? Oder ein langer Tag, da ist dann ein bisschen mehr Story dabei und
so ein bisschen mehr Informationen, was überhaupt quasi die Situation des Ganzen ist und worum es geht. Und das zieht sich dann halt so durch. Also ihr habt ja so eine Mini-Kampagne, wo ihr dann halt euch ein bisschen austoben könnt. Ne? Start, finden Sie die Bodenziele am Wegpunkt 3, zerstören Sie die Bodenziele, landen Sie. Fertig. Und dann habt ihr ja noch so ein bisschen Informationen, Navigationsmodus 1, Wegpunkte durchschalten, also noch so ein bisschen Mini-Tutorial. Und wenn ihr halt zum Beispiel eine richtige Kampagne euch gekauft habt, oder nicht eine richtige Kampagne, aber wenn ihr euch andere Module gekauft habt, die haben dann auch noch jeweils ihre eigene Mission. Also es ist nicht einfach nur, ihr kauft ein Flugzeug und das war's, hier kümmert euch selbst um den ganzen Scharfscheiß, sondern es ist halt, ihr bekommt noch einen ganzen Batzen Missionen dazu, und könnt da und das Tutorial, ein Handbuch, ein ausführliches, wo dann alles Mögliche drinsteht, wie das Flugzeug funktioniert und ich sag mal realitätsnahes Handbuch, wo dann halt auch noch Details erklärt werden. Und da habt ihr dann halt Sachen, wo ihr euch dann eben austoben könnt. Das unter Missionen. Dann gibt's noch Kampagnen. Das sind dann halt Missionen, die aufeinander aufbauen. Die meisten kosten Geld. Ich weiß jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht, ob es eine gibt, die gratis ist. Das werden wir sofort herausfinden. Und nicht wundern, wenn ihr irgendwo draufklickt und es lädt ein bisschen. Das ist halt DCS. Ja, hier zum Beispiel SO-25T, Georgischer Ölkrieg. Warum es den zweimal gibt, ich habe keine Ahnung, weil ich die noch nie gespielt habe. Aber ihr kriegt sogar bei der SO-25T kriegt ihr eine Mission dazu. Nicht nur eine Mission, sondern eine komplette Kampagne. Sogar gratis, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und mit der könnt ihr euch dann austoben. Und da habt ihr dann halt auch, wie viele Missionen seid ihr geflogen, wie oft seid ihr gestorben, wie viele Missionen habt ihr erfolgreich geschafft, wie viele Bodenziele und so weiter habt ihr zerstört. Das ist prima zum Üben. Aber gibt's auch noch dazu. Dann Mehrspieler, das ist halt, ihr könnt mit Freunden zusammenspielen, ihr könnt gegen sie spielen, also es gibt PvE und PvP, je nachdem wie ihr das wollt und ihr seht schon, da die Community ist nicht gerade klein. Nicht wundern, wenn bei euch weniger Server sind, das liegt daran, dass die meisten Multiplayer-Communities mit dem Beta-Client spielen. Wie gesagt, ist einfach so. So, das sind so die Beschäftigungstherapien für euch, wenn ihr jetzt quasi neu seid und wenn ihr ein Händchen für Missionsgeschichten habt, könnt ihr sowohl mit dem Missionseditor einfache Missionen erstellen, da könnt ihr dann halt sagen, okay, ich habe jetzt Lust, keine Ahnung, 3 Panzer abzuschießen, dann könnt ihr hier euch mit dem Editor vertraut machen, könnt dann halt sagen, hier, okay, ich möchte keine Ahnung, haben die eine SU-25? Nein, haben sie nicht. Dann möchte ich eine russische SU-25T fliegen. Die steht hier und kriegt einen Wegpunkt nach da. Fertig, einfach weil ich es kann. Und dann sollen da jetzt 3 Panzer stehen, die von den Amis sind und keine Ahnung. Ein Transportpanzerfuchs, warum nicht? So, und davon sollen dann hier, machen wir 5 Stück, weil man 5 leichter sehen kann. Und die stellen wir hier auf die Wiese, verschieben den Wegpunkt 1 nochmal drauf und sagen dann Mission starten. Nein, stopp, 1 habe ich vergessen. Das ist der Spieler. Mission starten. Nein, ich möchte die Mission jetzt nicht speichern, aber ihr könntet das dann halt abspeichern. Klickt dann auf Start und könnt dann in eurer Kiste halt ein bisschen üben. So, zack. Ich sitze jetzt hier in meiner SU-25. Ich habe leider keine Waffen dran, aber das könnte ich im Editor auch festsetzen. Und wenn ich jetzt hier Richtung Wegpunkt 1 fliege, dann müssten da vorne gleich ein paar Panzer auftauchen. Direkt in Flugrichtung voraus. Gucken wir mal, ob wir die auch finden. Aber so könntet ihr euch dann halt eigene Missionen erstellen. Komplett kostenlos. Ja, weil der Missionseditor ist gratis dabei. Da vorne sind sie. Da vorne links. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ich fliege mal noch näher ran. Und ich fliege auch relativ zügig drüber, weil die sind ja nicht gut auf mich zu sprechen.
Entschuldigung, dass es so wackelt, aber wenn man mit einem Bodenkampfflugzeug halt mit 1000 km/h halt drüber jagt, dann sieht das halt so aus. Aus dem Cockpit. Und da hinten stehen sie halt. Und wir können uns die halt auch angucken. Hier stehen sie und drehen Däumchen, während wir hier oben halt rüberfliegen. Ihr versteht das Prinzip. Aber hier könnte ich jetzt halt Missionen machen und die könnte ich dann halt so designen, wie ich es für richtig halte. Und zum Beispiel, oh, ich habe festgestellt, dass ich keine Bewaffnung habe. Dann kann ich mir hier eine Bewaffnung dran klatschen. Und wenn ich jetzt das nächste Mal starten würde, dann hätte ich auch Raketen. Und könnte jetzt dann halt auf die Panzer schießen. Aber da habt ihr dann halt zum zweiten Mal unendliche Wiederspielbarkeitsmöglichkeiten. Ihr müsst euch dann halt nur in den Editor reinfuchsen. So, und dasselbe gilt halt für die Kampagne erstellen. Und das alles für lau. Ihr könnt halt mit der SO-25T so gut wie jede Anti-Boden-Mission machen. Aber ihr seid halt kein Abfangjäger im Großen und Ganzen, sondern ihr seid halt nur ein Bodenkampfflugzeug. Und das sind halt so im weitesten Sinne die Grundlagen. Ich kann auch nur einen Blick in die Einstellungen werfen, weil die sind auch wichtig, weil nicht nur die Steuerung ist wichtig, sondern auch Systemeinstellungen sind wichtig. Einmal die Grafik, da könnt ihr euch dann austoben, wie ihr wollt. Aber was halt wichtiger ist, sind zum Beispiel Spiel. Wollt ihr einen Arcade-Modus, dann spielt es sich halt ein bisschen arcadiger. Wollt ihr Funkhilfe haben, dadurch wird das Kommunizieren mit dem Air Traffic Controller und mit anderen Flugzeugen einfacher gemacht. Dann braucht ihr euch nicht um den Funkkanal kümmern, sondern alles funktioniert automatisch. Bei den Low-Fidelity-Flugzeugen ist das sowieso immer so. Also selbst wenn ihr den Haken weggemacht habt, da braucht ihr euch dann nicht drum kümmern. Aber nur, dass ihr wisst, falls ihr euch ein High-Fidelity-Flugzeug holt, wenn ihr den Haken wegsetzt, müsst ihr halt immer auf den richtigen Funkkanal schalten. Cockpit-Hilfen, ob halt eben, wenn ihr mit dem Cockpit, wenn ihr im Cockpit euch irgendwo umguckt und mit der Maus irgendwo drauf geht, dann wird euch halt angezeigt, hey, das ist der Schalter XY. Dann, ob ihr quasi Missionen neu starten könnt nach Absturz. Hier habt ihr nochmal einfachen Funk. Das ist auf jeden Fall das, was ich vorhin meinte. Bei Funkhilfe kann sein, dass ich Funkhilfe falsch interpretiert habe. Was Padlock macht, weiß ich gar nicht, aber hier könnt ihr auch unbegrenzter Treibstoff, unbegrenzter Waffen, Unverwundbarkeit, alliierte Flugberichte anmachen und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch hier richtig das Spiel so einfach und so schwer machen, wie ihr wollt. Ich wüsste nur nicht, warum man sich einen Flugsimulator holt, der einen sehr Hardcore-Realismus bietet und das auf super Arcade stellt, weil dann kann ich mir auch direkt Ace Combat holen zum Beispiel. Aber wie gesagt, persönlicher Geschmack. Und hier habt ihr die Option, dass ihr eben auf Treibstoff nicht achten müsst, auf eure Munition nicht achten müsst und auch keinen Schaden fresst. Das ist prima, wenn ihr anfangen wollt und üben wollt und erstmal gucken wollt, wie funktioniert das alles und euch dann nicht sofort eine Flugabwehr vom Himmel holt, zum Beispiel. Da könntet ihr dann das machen, aber ich finde, das ist kein guter Lehrer so. Hier unten haben wir einen Punkt, der heißt Bezeichnung. Den finde ich gut. Und zwar, was macht der? Ihr habt ja vorhin die Panzer gesehen, als ich da drüber geflogen bin und habt vielleicht auch die kleinen blauen Punkte gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob das im Video rüberkommt oder nicht. Aber wenn ich hier voll mache, dann steht auch direkt dran, TPZ Fuchs, jetzt bei dem Beispiel von vorhin, TPZ Fuchs, die Höhe, die Geschwindigkeit und alle anderen Informationen, die für mich persönlich wichtig sein könnten und auch meine Entfernung zum Ziel, glaube ich. Dann abgekürzt, dann würde nur TPZ-Fuchs stehen, damit ihr den Einheitentyp findet. Zum Beispiel, wenn ihr gerade bei der SU-25 wollt ihr ja zum Beispiel zuerst Flugabwehrpanzer ausschalten, statt irgend so einen Schützenpanzer, der euch nicht wirklich gefährlich werden kann. Und so wüsstet ihr dann, welche Ziele ihr primär ausschalten sollt und welche nicht. Oder eben nur Punkt, dann habt ihr halt einfach nur einen kleinen Punkt in der Farbe, entweder blau oder rot, also verbündet oder Feind oder je nachdem, wie man es halt eingestellt hat, oder eben gar nichts. Dann habt ihr gar keine Informationen und das ist so das Realistischste, was man machen kann. Da müsst ihr es halt mit euren Augen erkennen, wo der Feind ist. Ich hatte es am Anfang auf voll und inzwischen bin ich auf nur Punkt und irgendwann plane ich, keine anzumachen, damit ich das halt so realistisch habe wie möglich. Dann kann ich das Head-Up-Display minimal schalten. Ich kann die Spiegel an ausmachen. Ich kann machen, dass der Steuerknüppel unsichtbar ist. Ich kann
die F10-Karte an ausschalten und so weiter und so fort. Also da gibt es mehr als genug Möglichkeiten, um euch das Flugerlebnis so einfach zu gestalten wie möglich. Ja, dann könnt ihr halt die Editor-Symbole, ob ihr NATO oder Russland haben wollt, dann die Avionik-Sprache, ob ihr Englisch oder welche native Sprache auch immer gesprochen wird, dann habt. Also es gibt auch französische Flugzeuge, da würde dann theoretisch Französisch gesprochen, oder in den russischen Maschinen würde dann Russisch gesprochen. Ich würde vorschlagen, ihr stellt es immer auf Englisch, weil ansonsten versteht ihr keinen Ton. Dann könnt ihr noch die Maßeinheiten einstellen, ob ihr sie in imperial oder metrisch haben wollt. Da die meisten Flugzeuge, die ich fliege, halt sowieso von sich heraus in Fuß rechnen, stelle ich es direkt auf imperial, damit ich nicht im Kopf immer umrechnen muss. Und die G-Kräfte-Effekte könnt ihr hier dann auch noch einstellen, ob ihr simulierte G-Kräfte haben wollt, reduzierte G-Kräfte oder gar keine. Könnt ihr auch einstellen. Und wenn ihr komplett wahnsinnig sein wollt, dann könnt ihr hier die Anzahl Vögel im Missionsgebiet einstellen. Das, kleiner Hinweis, es gibt auch Vogelschlag simuliert im Spiel. Also wenn ihr nicht aufpasst, habt ihr dann eine Taube im Triebwerk, dass euch das Triebwerk zerfetzt und ihr dann abstürzt. Deswegen steht es bei mir auf 0, weil nichts ist nerviger, als wenn man im Multiplayer unterwegs ist, mit seinen Freunden spielen will, du bist gerade gestartet, Vogelschlag, kannst wieder umdrehen, landen oder du musst respawnen. Ist uncool, aber wer es möchte, der kann es hier halt clientseitig einstellen, wie er halt lustig ist. Dann gibt es noch Verschiedenes, dass halt man externe Sichten erlaubt und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das selber durchlesen, wie ihr, ich würde euch tatsächlich vorschlagen, dass ihr hier einmal gründlich durchguckt und auch euch alles gründlich durchlest. Weil zum Beispiel hier gibt es auch einen Button zufällige Systemausfälle. Weil ja jede Maschine nicht hundertprozentig immer intakt ist, kann es halt sein, dass euch dann ein System ausfällt, wie zum Beispiel vorhin mit dem Beispiel mit dem Vogelschlag, nur ist es kein Vogel, sondern einfach das Triebwerk wurde nicht vernünftig gewartet, fällt jetzt aus. Oder euer Radar fällt aus, oder eine Rakete klemmt, oder der Schleudersitz will nicht, oder keine Ahnung, das Funkgerät streikt. Das kann dann hier alles bei zufälligen Systemausfällen passieren, was euch dann auch dazu bringt, die ausführlicheren Startchecks theoretisch zu machen, wenn ihr das könnt. Also ich finde das halt nervig und deswegen habe ich es ausgestellt. Ihr könnt euch anzeigen lassen, ob ein Pilot im Cockpit sitzt, Track IR bei externen Sichten, internen Sichten und so weiter und so fort. Ihr seht ja, ihr könnt ja selber lesen, ihr seid alt genug und deswegen fördere ich das quasi, dass ihr hier dann halt ein bisschen euch selber das Ganze durchlest. Dann haben wir Audio, Lautstärke ist sehr selbsterklärend. Dann gibt es noch so Spezial, das ist für unterschiedliche Module Spezialoptionen. Da ist jetzt nicht so viel, wenn man sich das hier jetzt durchguckt, da ist nicht allzu viel momentan zu holen, aber zum Beispiel bei der F14, da kann ich dann halt Radio Menü and PTT Behavior, das sind dann halt hier so Sachen, wie ich dann halt möchte, wie der interne Funk gemanagt wird. Da kann ich dann halt sagen Standard oder ich möchte halt bestimmte Verfahrensmöglichkeiten haben und wie Jester sich halt verhält. Das ist jetzt F14 spezifisch, aber da kann ich das dann halt einstellen. Hier bei Flaming Cliffs kann ich dann halt zum Beispiel auch gucken, angepasstes Cockpit. Leider ist hier das noch nicht drin, dass man das auf Englisch stellen kann, aber bei einigen Flugzeugen ist es drin, dass ihr hier halt eine andere Sprache einstellen könnt, wie zum Beispiel angepasstes Cockpit SU-27. Das gibt's auch in der chinesischen Variante. Also könnt ihr, wenn ihr Kantonesisch könnt, könnt ihr es halt hier auf Chinesisch stellen. Bei der SU-25 auch. Finde ich ein bisschen schade, dass diese Low-Fidelity-Flugzeuge hier nicht eine Option haben, dass ihr das Cockpit eben auf Englisch stellen könnt, aber es ist halt wie es ist. Deswegen sind die Beschriftungen bei der SU-25 im Cockpit halt alle auf Russisch. Und hier halt auch die Menüs, deswegen, wenn ihr euch ein neues Flugzeug holt, wo ihr wisst, dass es eben von einer anderen Nation kommt, guckt hier einmal nach, ob ihr die Sprache im Cockpit vielleicht umstellen könnt. Und dann halt Virtual Reality Optionen für die, die es brauchen. So, das sind die Optionen, aber da merkt ihr auch, dass die Komplexität hört im Optionsmenü nicht auf.
sondern da geht's halt dementsprechend weiter, dass ihr halt Anzahl Büsche und so weiter halt einstellen könnt. Ja, würde ich euch halt empfehlen, dass ihr hier vernünftig reinguckt, damit ihr es dann halt auch für euch persönlich eben angepasst seht. Ja, das war eine sehr, sehr umfangreiche Grundlagengeschichte. Und damit sind wir ja noch nicht am Ende des Ganzen, sondern wir fangen damit halt erst an. Das ist jetzt halt wirklich nur, wenn ihr euch dies hier jetzt runterladet, was erwartet euch im Großen und Ganzen? Das sind die Sachen, die euch erwartet, und das ist das, womit ihr euch auseinandersetzen solltet. Ihr könnt es halt auf Arkadisch stellen, wenn ihr wollt, geht aber meiner persönlichen Meinung irgendwie am Sinn und Zweck des Ganzen vorbei, aber die Optionen sind da. DCS ist sehr, sehr umfangreich, es wird euch sehr viel Zeit fressen, deswegen sind die Tutorials oder werden die Tutorials auch nicht so 5-Minuten-Dinger, sondern die werden durchaus umfangreich und werden euch halt zeigen, wie die Flugzeuge funktionieren. Ja, das nur dazu. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Panzer zu kontrollieren, aber die habe ich noch nicht, deswegen sage ich dazu nichts. Es gibt halt Combined Arms. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber man kann dann hier halt den Fliegerleitoffizier machen und Ziele für Verbündete markieren und Panzer befehligen. Aber wenn ich dann halt weiß, wie das funktioniert, mache ich dazu dann halt auch ein Video. Aber das nur so am Rande. Ja, DCS ist eine wunderschöne Simulation, sehr umfangreich, aber kann halt auch sehr, sehr viel Geld fressen, wenn man viele Flugzeuge mag und eben ein Fan vom Fliegen ist. Ansonsten ist es trotzdem eine schöne Flugsimulation, und mit der Free-to-Play-Variante, mit der SU-25T, kann man mit allen anderen Bodenkampfflugzeugen auch mithalten. Die SU-25 ist jetzt nicht schlechter oder besser als die A-10C. Ich finde, sie ist in einigen, oder A-10A, sie ist in einigen Bereichen sogar besser als die A-10, in anderen ist sie schlechter als die A-10, aber das ist halt auch irgendwo persönlicher Geschmack und wie man sich mit der Maschine halt auseinandersetzt. Ja, aber das sollte so die größten und meisten Fragen von euch beantworten, weil ich halt in letzter Zeit sehr, sehr oft die Fragen bekomme, was ist DCS, was kostet DCS, wo kriege ich das her, und ähnliches. DCS kostet gar nichts als TLDR-Variante am Schluss. Ihr könnt es komplett gratis runterladen, sowohl auf Steam als auch auf digitalcombatsimulator.com. Da werdet ihr den Client finden und runterladen können und da dann miteinander spielen können. Der Steam-Client kann mit dem normalen Client zusammen spielen. Es gibt halt nur Probleme, wenn es um den Beta-Client geht. Meine Jungs und ich, wir spielen auf dem Beta-Client, also da muss man das dann halt im Hinterkopf, also müssen wir das halt im Hinterkopf behalten, ihr nicht, ihr könnt spielen, wie ihr wollt. Aber die meisten Communities spielen halt auf dem Beta-Client, weil sie halt die neuen Flugzeuge haben und der neue Kram kommt halt zuerst auf dem Beta-Client raus und den will man dann halt ausprobieren und deswegen benutzen viele den Beta-Client zuerst. Den gibt es aber auch auf Steam, nur meistens halt später als auf der regulären Variante. Da könnt ihr dann halt rechte Maustaste, Einstellungen, Betas, glaube ich, und könnt dann da in die Open Beta rein. Aber von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist es so, dass ihr eben da dann in Anführungszeichen Probleme kriegt oder die Beta dann halt später bekommt. Aber generell können der Steam-Client mit dem Homepage-Client zusammen interagieren und auch zusammen spielen ohne nennenswerte Probleme. Das geht einfach tadellos. Oder nicht tadellos, aber es geht halt. Die Module sind bei beiden Plattformen meistens gleichzeitig im Sale. Das nimmt sich da also auch nichts. Mir persönlich ist nur aufgefallen, dass wenn man die Sachen regulär kauft, kriegt man auf der offiziellen Homepage kriegt man noch so einen Bonusrabatt. Da kriegt man dann halt irgendwie so $10 oder sowas für den Store als solches. Da kann man dann halt sich quasi Bonuspunkte ansammeln, nicht Bonuspunkte, aber Bonusgeld, dass man dann halt in andere Module investieren kann. Das gibt's halt auf Steam nicht. Dafür sind halt alle Preise im offiziellen Store in Dollar und auf Steam sind sie in Euro dann umgerechnet. Also da muss man dann halt gucken, was für einen persönlich
lieber ist. Aber die Preisspanne ist halt, ihr habt es ja gesehen, von irgendwas 17 Dollar, 18 Dollar bis rauf zu 80 Dollar ist halt im Großen und Ganzen alles vertreten. Da muss man dann halt wissen, was für einen persönlich interessant ist oder welches Flugzeug man halt möchte. Da würde ich dann halt auch jedem sagen, er sollte sich erstmal damit auseinandersetzen, weil das Ganze ist eben kein Spiel für mal eben 5 Minuten zwischendurch, selbst im mit Soforteinsatz und Sofortstart, sondern es ist eine Simulation und Simulatoren brauchen eben seine Zeit, sowohl um sich in das Flugzeug einzuarbeiten, als auch dann das Ganze umzusetzen und auch die Missionen zu machen. Das nur so dazu. Aber ich liebe sie, ich bin da ganz ehrlich, ich bin riesiger Fan von DCS geworden und, oder ja, doch geworden, sagen wir es einfach so. Und mir macht es halt sehr viel Spaß, deswegen seht ihr es auch in letzter Zeit häufiger im Stream. Ja, das waren die Grundlagen und die meistgestellten Fragen von DCS World. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwas vergessen. In der Regel schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Ich beantworte sie nach bestem Wissen und Gewissen. Das gilt auch für die ganze Tutorial-Reihe. Wie geht das? Ich mache das so, wie ich es quasi gelernt habe und wie ich es funktionstüchtig bekomme. Das heißt nicht, dass das hundertprozentig akkurat ist und dass das auch alles stimmt und dass ich immer die richtigen Begriffe benutze, aber am Ende des Tages liegen die Feinde im Dreck und ich fliege noch, also reicht mir das. Das nur so noch als Nachsatz, also könnt ihr damit anfangen, was ihr wollt. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Zugucken. Wir sehen uns bei den nächsten Folgen, nämlich dann, wenn es an die SU25T geht. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tracker.